Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu LEGO City Undercover. Und ich habe mir den Hinweis gegeben, dass wohl hinter der Polizeistation bzw. auf der Polizeistation sich noch ein Superstein befinden soll, der mir eben diese benötigten 10.000 Steine gibt. Und oh, das sind tatsächlich drei Objekte schon, die ich hier einscannen kann, die wohl alle nach Superstein aussehen. So weit musst du halt auch erstmal denken, ne? Okay. Also drei Supersteine. So, jetzt muss ich da nur irgendwie hinkommen. Ach, ich kann die nicht gleichzeitig scannen. Ich muss die nacheinander scannen. Okay. Okay, das heißt, mit welchem fangen wir an? Da komme ich nicht rein, würde ich mal vermuten. Da oben vielleicht? Ja, doch, da komme ich hin. Ja, da rechts. Das sollte klappen, glaube ich. Ja, erstmal hier das Geld einsammeln. Ja, so mache ich das. Ja. Genau so mache ich das immer. Okay, das waren jetzt 1000 Steine. Das bringt mir jetzt nicht so viel, wie man vielleicht erhofft hat. Aber hier war ja noch irgendwo einer. Da oben. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Okay, so nicht augenscheinlich. Ich muss da irgendwie hochkommen. Okay. Ich vermute mal, das funktioniert irgendwie hier rüber vermutlich. Nee, das hier, das funktioniert ja so nicht. Hier komme ich auch nirgendwo rauf. Muss ich vielleicht von der Polizeistation aus da hoch? Keine Ahnung. Mal gucken. Dass ich irgendwie jetzt da aufs Dach komme vielleicht. Wäre jetzt so die Möglichkeit, die mir einfallen würde. So. Genau. Einmal hoch, bitte. Über den Aufzug komme ich ja nur runter. Das ist Bis zu ja. meinem 40. wäre ich schon gern Captain. Ja, Träume kann man immer gern haben. Nee, so komme ich nicht hoch. Und wie gesagt, über den Noch zwei Aufzug. Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Ja, dann fang mal an. Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt. Einsatzbesprechungsraum, Keller. Ne, der Besprechungsraum wird ja auch unten sein, oder? Naja, mal gucken. Ne, das sieht mir soweit nicht richtig aus. Schade. Okay, zurück in die Lobby. Aber es wird ja, vermute ich jetzt doch einfach mal, dieser Stein da oben sein. Im Zweifel setze ich mal eben. Wie komme ich jetzt wieder raus? Noch zwei Hier? Festnahmen diesen Monat und ich Ah gewinne ja. ein Waffeleisen. Ja, Supersteine suchen. Wie gesagt, im Zweifel setze ich einen kurzen Hast du im Quatsch. Gefängnis was rausgefunden, Chase? Ich war da noch nicht, du Flöte. Das war's für mich. Jemand meinte bei der Polizeistation. An den komme ich ja nicht ran. Da oben? Mal gucken. Vielleicht komme ich ja zu dem hier hin. Ja, doch, hier komme ich hoch. Ja, darüber. Ich bin hungrig.
Okay, je weiter ich erkletter, desto weniger richtig sieht das aus irgendwie. Ja, ich glaube, ich setze einfach mal einen Cut, bis ich irgendwo einen Stein gefunden habe. So, Freunde der Sonne, ich habe ihn gefunden. Er hätte nicht besser versteckt sein können, so ehrlich müssen wir jetzt mal sein an der Stelle. Ja. Er war... Moment. Da oben. Da musste auch erstmal drauf kommen. Aber ja, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Das heißt, wir können jetzt diese kleine Yacht bauen. Beziehungsweise das Bötchen, den Gefangenentransport. Um dann mit der Story mal hier ein bisschen weiterzukommen. Das geht ja so nicht. So, genau, Fähre. Ja, bau mal. Geld. Gib mir Geld. Lass mich bewegen. Ich will mich bewegen. Ja, ich weiß, dass ich Dinge freigeschalten habe. Ah, dafür hast du einen Gut bei mir. Komm an Bord. Wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Nein, noch nicht. Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar. Was? Da. Hihi. Ganz viel Geld. So. Ja, komm, dann gehen wir mal darüber zum Albatross-Gefängnis. Aber ich glaube, als Polizist sollte ich da vielleicht nicht auftauchen. Ist nur so ein Gedanke. Sprich mit Blue am Freigangshoch. Hoch, ja, der Freigangshoch. Der Freigangshof. Mein Gott. So. Oh, da ist so eine entspannte Musik gerade. So. Guten Tag. Gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Ja, der hat die Augen offen. Ich geh mal selbst rein und suche Blue. Ah ja, genau, die Dinger waren das. Damit kannst du hier ja Sachen bauen. Ja, da kommt auch keiner raus mit Geld. Ja, sehr gut. Warte, 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 hier sind erstmal ein paar Steinchen. So. Ich habe keine Ahnung noch, was ich hier gerade suche, aber... Irgendwas werde ich schon finden. Einen Schlüssel. Aha. Und was soll hier drin sein? Ganz viel Geld. Ah, kann ich das Tor aufmachen. Sehr gut. Durch Rücken von A kannst du Parkourmus. Achso, ja, das kenne ich ja. Ja, bau mal schneller. Ganz viel Geld. Jawohl, einmal einfach hochlaufen. Gar kein Problem. Weißt du, manche Leute brechen ja aus dem Gefängnis aus. Ich breche ins Gefängnis ein. Sieht man auch nicht alle Tage. So, genau. Einmal hier hoch und Superstein. Nimm mal einfach mal mit. Ja, da unten sind die ganzen Gefangenen. Okay. Schade. Noch ein Superstein. Wow.
Das sah mir nicht sicher aus. Und jetzt? Ah, cool. Detainer, neues Auto. Ich glaube, ich habe mich gerade im Übrigen so ein wenig baiten lassen. Kann das sein, dass ich jetzt den Weg nochmal laufen muss? Och nö. Aber es hat sich gelohnt. Das war ein Superstein. Das hat oberste Priorität. Und obendrein habe ich noch ein neues Auto gefunden. So, hier springen wir mal ein bisschen schneller jetzt rum. So. Ja, ich kenne ihn nicht. Also, ich glaube, ich kenne den Weg. Ich muss da ja erstmal irgendwie runterkommen. Ah. Das sieht so halb richtig aus. Ah, Superstein. Ja, oder so. Auch kein Problem. Erstmal trainieren. Ich bin gerade als Cop augenscheinlich alleine in einem der gefährlichsten Gefängnisse, was Lego City hat. Irgendwie hat der Plan so ein paar Lücken, glaube ich. Mann, habe ich Kohldampf. Ah. Das wird ein guter Tag. Ja, machen wir einfach mal die Tür auf für die Gefängniswärter. Für die Gefangenen. Gar kein Problem. Hey, oh, guck mal. Du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Ah ja. Den Gefangenen Basketball wiederfinden. Aha, okay. Ich vermute einfach mal... What the fuck? Geld? Easy. Nee, wie gesagt, ich vermute einfach mal, ich muss das so machen. Ich muss drin. Klauen, Bankräuber. Da gibt's nichts zu lachen. So, wo ist... Da ist er. Okay. Das heißt, da muss ich hier rein irgendwie. Ich bin hungrig. Ah, ja, warte. Ich glaube... Nee. Über den Haken komme ich nirgendwo hin. Glaube ich. Aber das sieht mir nach dem einzigen Weg aus. Ich gehe dem mal nach. Vielleicht kann ich damit ja irgendwas bauen. Ja. Endlich Feierabend. Ah, guck mal, hier Sprungbrett. Jawohl. Moin. Ihr seid also die richtig fiesen Typen. Nicht schon wieder. Ja, erstmal ein paar Leute im Gefängnis gefangen nehmen. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Gut, ich gebe auf. Gut, Fäuste hoch. Ja. Nicht mein Tag heute. So. Perfekt. Nicht schon wieder. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich kann ja schlecht mit dem Basketball klettern. Oder doch?
Ah, doch, das geht natürlich. Weil, warum nicht? So, moin. Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein. Geld. So. Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Einen Whirlpool. Fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Huh? Oh, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Oh. Kann mich noch an meinen ersten Banküberfall erinnern. Kleiner Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Esst keine Autos. So, Bildungsauftrag erledigt. Schreiereien, nee, Scherereien in Sicht. Siehst du das Modell, das sich dreht? Ja, ja, das weiß ich, dass ich das steuern kann. Hier, guck mal. Das mache ich gerade. Ist das nicht cool? Oh. Ich glaube, hier geht gerade so ein bisschen was schief. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann ich helfen? Wär nicht schlecht. Glaubst du, du kriegst diese Lümmel wieder zurück in ihre Zellen? Klar, kein Problem. Och, Manu. Ja, erstmal in den Tisch rein. Gar kein Problem. Jawohl, der nächste ab in die Bank hinein. So läuft das auf dem Oktoberfest auch immer. So. Und einer noch. Easy. Gute Arbeit! Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja. Ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig regen bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen. Ah, guck mal. Damit ich hier nicht so raussteche. Ja, sehr cool. Hätte die Schule nicht abbrechen sollen. Ah, und damit kann ich jetzt Sachen aufbrechen. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex Zelle. Warte. Psch. Ja. Das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. Ja, dann hoffen wir das mal. Kannst du hier nicht festhalten? An so einem schönen Tag? Doch, kann ich irgendwie schon. So, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Das war's? Hey, komm schon. Ich verpasse die guten Serien im Fernsehen.
netten Superstein gefunden. Oh, da komme ich nicht rein. Oh, eine Zugangskarte oder was? Ah, tragisch. Lass mich gehen, ich bin unschuldig. Ah, wo kriege ich jetzt eine Zugangskarte her? Oh. Erstmal wieder Detektiv sein. Das erzähle ich meinem Anwalt. Ein Schlüssel. Komm schon, gib mir noch eine Chance. Nein, ihr bleibt da jetzt drin. Mir egal. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Ah, hier komme ich jetzt wieder raus. Jawohl, sehr schön. Dann hier wieder rein. Mein Gott, ey, das ist aber auch ein Akt hier gerade. Easy. How to save a knack. Andersrum, how to knack a save. Einfach B drücken mit eurem Controller. Und dann ist das Ding durch. Funktioniert in 0 von 10 Fällen, ich sage euch. Ah, wenigstens besser als Einzelhaft. Da gebe ich euch meine Garantie drauf. So. Lass mich raten, damit geht jetzt der Laser aus. Jawohl. Und die Tür geht auf, natürlich, Chase, weil warum nicht? Das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh. Och Gott, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Wo ist denn der Typ hin? Och nö. Gut, dann... Ich da halt jetzt wieder hoch. Warte mal, wie ging das nochmal? Ja, genau da. Augenscheinlich muss ich die Typen gar nicht festnehmen. Ja, in dem Fall. Können die mir ja egal sein. Oh, geh mal runter da. Warum ist da ein Eiscremestand überhaupt im Gefängnis? Das ist ein komisches Gefängnis. Ich mache euch eure Betten kaputt. Oh, jawohl, einmal quer durch. Ah. Da. Oh. Natürlich. Und damit mache ich jetzt das Büro auf. Super. Das ist safe. Guten Tag. Ich glaube, das ist der Gefängnisdirektor. Chase, bist du drin? Ja. Der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Hm, das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. So schnell kommt er da nicht raus. Ja, Tür ist zu. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Aha. Wer ist da? Der Rex Fury. Arbeite mit dem Gefängnisdirektor zusammen. Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Mhm. Machen wir erstmal Musik. Oh, schön klassisch. Was ist da draußen los? Das ist genau mein Geschmack, die Musik. So richtig schön, Klassik. Gut, vielleicht ohne das Gequake da.
Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Nö. Grad nicht. Ja. Die Musik hat den Tisch gesprengt. Logisch. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Was ist das jetzt? Oh Gott, im Himmel. Insoweit bin ich mega gut, ich sage es euch. Ja, deswegen bist du ja im Klo eingesperrt. Komm, das wird. Das wird. Easy. Oh. Habe kaputt gemacht. Also, glaube, habe kaputt gemacht. Ja, ich habe kaputt gemacht. Sehr gut. Ja, dann Hinterausgang. Machen wir. Ich suche Rex' Zelle nach Beweisen. Muss die Zelle von Rex sein. Ja, natürlich. Was hat denn der für eine Zelle? Ganz ehrlich, da würde ich auch einziehen. Ein Boxsack und... Hey, Jungs. Weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Ja, ja. Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Mutter... So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Jo, machen wir. Erstmal muss ich anmachen. Ich bin nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Sowohl als auch. So. Aber ich würde tatsächlich sagen, einfach nur rein zeitlich betrachtet, war es das für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Servus.